Hallo, ihr habt es euch gewünscht. Heute kommt das Video zum Schokolade richtig temperieren. Und zwar zeige ich euch, wie wir die weiße Schokolade temperieren, Vollmilchschokolade und die Zartbitter, denn alle funktionieren funktionieren gleich, aber es gibt Unterschiede. Wir beginnen mit der Zartbitterschokolade. Und zwar die Schokolade. Ich habe hier so kleine Schokodrops, ne? Die könnt ihr euch auch online kaufen. Davon habe ich welche in eine Schüssel gegeben und habe sie auf dem Wasserbad geschmolzen. Also ein Topf mit ein bisschen Wasser. Da rein kommt die Schüssel mit der Schokolade und dann wird die wirklich nur leicht erhitzt. Nicht kochen oder so, weil die Schokolade kann auch verbrennen und dann geht sie kaputt. Das heißt, auf Stufe 1, 2, 3 ungefähr, je nachdem, wie flott euer Herz so ist. Die Schokolade wird als erstes geschmolzen auf 40 bis maximal 48 Grad. Ich habe hier dieses Gerät, womit ich das messen kann. Das heißt, ich halte mir das hier mal rein. Ich habe jetzt 44,4 Grad. Ihr könnt es auch mit einem ganz normalen, wie heißt das jetzt hier? Das, wenn man so einen Braten macht, kann man es auch messen. Also einfach irgendwie die Temperatur messen. Wenn ihr es gar nicht habt, wir haben früher in der Ausbildung eine Methode gelernt. Das war die Lippenprobe, die ist mittlerweile verboten, aber mir wurde das damals in der Ausbildung so beigebracht. Das heißt, man hat die Schokolade gerührt und dann, damit man weiß, dass sie warm ist, hat man die Schokolade mit der Rückseite des Löffels an die Lippe gehalten. Und wenn es wärmer war als die Lippe, war sie zu warm. Und dann hat man immer wieder ein paar Schokodrops reingeschmissen, bis sie halt etwas kälter als die Lippe war. Aber halt noch nicht fest wird, weil sonst war sie wieder zu kalt. Das habe ich so in der Ausbildung gelernt. Hat immer gut funktioniert, aber aus hygienischen Gründen macht man das nicht mehr. So, dieses Messgerät funktioniert auch super. Jetzt habe ich 43,9 Grad. Das heißt, jetzt haben wir die Schokolade etwas erhitzt und müssen sie jetzt abkühlen. Und zwar die Zartbitterschokolade kühlen wir jetzt ab auf 27 bis 28 Grad. Und das funktioniert, indem wir noch ein paar mehr Schokodrops einfach reingeben, unterrühren und jetzt einfach mal kurz die Finger von weglassen, bisschen ruhen lassen, die Schokolade schmilzt von alleine und dann rühren wir immer wieder mal um, bis die Schokodrops komplett weg sind und können dann wieder messen, wie viel Grad sie hat. Wir müssen sie runterkühlen auf 27 bis 28 Grad und gleich wird sie dann noch einmal erhitzt. Aber nur ganz, ganz leicht. Komme ich gleich zu. So, meine paar Schokodrops sind jetzt geschmolzen. Jetzt nochmal die Temperatur checken. So, 39 Grad, also immer noch zu warm. Tun wir noch ein paar mehr rein. Wieder umrühren und warten. Man darf hier wirklich nicht ungeduldig werden, weil wenn ich jetzt ganz, ganz viele reinschmeiße, ist sie wieder viel zu kalt und wird dann direkt fest. Wir müssen sie jetzt aber nur ein bisschen runterkühlen und dann ein ganz bisschen leicht erwärmen, dass sie dann, wenn wir sie jetzt auf 27, 28 Grad runterkühlen, dann werden wir sie leicht erhitzen auf, ich habe mir alles aufgeschrieben, schreibe ich euch hier nochmal alles drunter, auf 31 bis 32 Grad. Und dann ist sie perfekt und dann könnt ihr damit Schokoläufer machen, ihr könnt Schokoladen gießen, das mache ich heute auch für euch. Mache ich alles einmal als Schokolade, dann seht ihr auch, wie die Schokolade aussieht, wenn sie dann fest geworden ist. Damit könnt ihr jetzt eigentlich alles machen, was ihr mit der Schokolade wollt, Pralinenform gießen und so weiter. Ihr müsst halt nur wirklich darauf achten, dass die Schokolade die perfekte Temperatur hat. Das heißt, wenn ihr jetzt zu lange braucht, sage ich mal, beim Schokoladegießen, dann wird sie ja wieder kalt. Dann müsst ihr sie wieder ein ganz bisschen erwärmen auf dann wieder diesen Zwischenraum zwischen 40 und 48 Grad und dann wieder runterkühlen, also quasi wieder neu temperieren, damit das auch wirklich funktioniert und die Figuren oder die Sachen, die ihr dann mit der Schokolade macht, auch wirklich schön aussehen. Was passiert, wenn wir das jetzt alles einfach nicht machen, die Schokolade auf 40 Grad erhitzen und dann einfach so verwenden? Entweder sie ist viel zu warm, also wenn sie jetzt wirklich 48 Grad hat, ist sie zu warm und sie wird nicht so richtig fest. Irgendwann wird sie wieder fest, aber sie sieht hässlich aus. Das heißt, Schokolade besteht ja aus verschiedenen Bestandteilen und die Kristalle innen drin, das muss harmonieren, sage ich mal jetzt so. Und das heißt, die würde hässlich aussehen. Die kriegt dann einen grauen Schleier, sagt man. Ich könnte eigentlich das einmal für euch machen,
und euch dann mal zeigen, wie es aussieht. Beziehungsweise ihr wisst es vielleicht, wenn ihr im Sommer eine Schokolade habt, die dann in der Sonne liegt, dann fahrt ihr nach Hause, jetzt wenn ihr irgendwie im Park seid, Schokolade schmilzt, ihr fahrt nach Hause, wird wieder fest und dann sieht sie aber richtig hässlich aus. Man denkt, sie ist abgelaufen, sie sieht so einfach alt und gammelig aus. Das sind einfach die Kristalle, die sich nicht wieder miteinander richtig vereint haben. So, ich muss meine Schokolade hier kontrollieren. So, jetzt hat die Schokolade 28 Grad. Und jetzt geben... Oh, hat man es noch gesehen? Ja. Jetzt geben wir es wieder auf unser Wasserbad, damit es ein ganz bisschen wärmer wird. Ups, entschuldige bitte. Was ganz wichtig ist, das ist jetzt sehr gefährlich, es darf niemals, niemals, niemals Wasser in die Schokolade eintreten, weil sie wird sofort hart. Nicht wie bei anderen Sachen, dass es dann weicher wird, flüssiger, sondern es wird direkt fest. So, die erhitzen wir jetzt wieder auf 31 Grad bis maximal 32 Grad und dann ist sie perfekt und wir können sie verwenden. So, so schnell geht das, fertig. Das ist natürlich je nachdem, wie warm euer Wasserbad ist. So, und wenn sie jetzt die passende Temperatur hat, könnt ihr sie verwenden. Ihr könnt jetzt Schokolade gießen, ihr könnt, ne, wie gesagt, eure Schokoläufer machen, alles, was euer Herz so begehrt. Und guck mal, ich habe hier noch ein Mini-Stückchen drin. Das ist nicht so dramatisch. Guckt einfach, dass es nicht mit in eure Tafel kommt. Ich werde jetzt diese Schokoladentafel damit ausgießen. Also kein Wasser in die Schokolade, auch in der Form. Die darf nicht mehr nass sein, weil ihr habt überall sonst so hässliche Flecken. Ähnlich, wenn sie zu fest ist. Und die Schokolade wird halt hart. Und jetzt ist hier so ein bisschen Luft natürlich unten drunter. Die kriegen wir jetzt raus aus der Schokoladentafel, indem wir ein bisschen klopfen. Und dann wird sie auch gleich gerade. Wie ihr jetzt seht, kommen ganz viele Luftbläschen hoch. Wenn keine Luftblasen mehr aufsteigen, dann könnt ihr eure Schokolade dekorieren, wie auch immer ihr möchtet. Ich mache es jetzt noch mit Schokolade, weil wir haben ja noch nicht genug. Und ein paar Smarties, Schokolinsen, was auch immer ihr wollt. Ne? Ein bisschen Farbe darf ja auch hier drauf sein. So, einmal klopfen, dann ist es auch wirklich schön drin. Das muss natürlich passieren, wenn sie noch flüssig ist. Und jetzt lasst ihr sie einfach in Ruhe stehen und wartet, bis sie fest geworden ist. Und wir machen weiter mit der weißen Schokolade und der Vollmilchschokolade. Wenn ihr jetzt tatsächlich gar kein Temperaturmessgerät habt und ihr euch unsicher seid, ob die Schokolade die perfekte Temperatur hat, damit ihr sie verwenden könnt, könnt ihr eine ganz schnelle Probe machen, indem ihr einen Esslöffel nehmt oder ich nehme jetzt so eine Plastikkarte. Das sollte dann bei Raumtemperatur sein, wie die Schokolade dann auch verwendet wird. Dann tunkt ihr das einfach so ein bisschen ein, wenn es auch mal reinpasst hier. So, ein bisschen abklopfen, abziehen, damit ihr nicht so eine Sauerei habt. Und dann lasst ihr das jetzt einfach auf dem Tisch liegen, da wo ihr auch eure Schokolade danach weiterverarbeitet und wartet, bis sie fest wird. Und dann seht ihr, ob sie zu warm ist oder passend ist. Wenn sie passend ist, wird sie einfach richtig schön glänzen. Wenn sie zu kalt ist, könnt ihr es überhaupt nicht machen, sie wird direkt hart. Und wenn sie zu heiß ist, habt ihr so grauen Schleier halt drüber. Wir machen weiter mit der Vollmilch und mit der weißen. Das Prinzip ist das gleiche. Die Temperaturen sind aber anders. Das heißt, bei der Vollmilch müssen wir jetzt runterkühlen auf 26 bis 27 Grad und dann leicht erhitzen auf 29 bis 30 Grad und dann könnt ihr sie verarbeiten. Ich schreibe, wie gesagt, alles hier einmal mit ins Video und einmal unten drunter, damit ihr die richtigen Temperaturen auch habt. Ich werde das hier jetzt nicht nochmal so ausbreiten wie bei der Zartbitter. Bei der weißen, also das, die Temperatur erstmal, auf die wir die als erstes erhitzen, ist immer gleich. Immer zwischen 40 bis 48 Grad. Sie sollte niemals irgendwie 50, 60 Grad haben, weil dann kann die Schokolade kaputt gehen. Die weiße kühlen wir jetzt runter auf 25 bis 26 Grad und erwärmen sie dann wieder auf 28 bis 29 Grad. Und dann können wir sie verwenden. Und ich mache hier aus allen Schokoladen erstmal eine schöne Schokotafel. Hochala. So, während ich hier so ein bisschen rühre, ne, und temperiere, könnt ihr mal den Kanal abonnieren, damit es hier noch weitere Videos gibt. Und natürlich, damit ihr nichts verpasst. Bald kommt nämlich Creme-Video, ne? Ein Creme-Video. Verschiedene Rezepte. Wenn ihr noch mehr Ideen habt oder beziehungsweise Wünsche, so wie dieses Video, war ja auch auf jeden Fall ein Wunsch von euch, damit ich, dass ich euch das einmal erkläre. Wenn ihr weitere Wünsche habt, schreibt es in die Kommentare. Thank you.
jetzt alle schon mal Schokolade temperieren können, können wir auch alle lernen, mit Schokolade zu schreiben. Wenn ihr das mal von mir auch ausführlich erklärt haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich schreibe euch jetzt hier einen kleinen schönen Text. So, meine Lieben, kein Video ohne Versprecher und ohne Mini-Fail. Ich habe die Schokolade irgendwo zu nah dran gestellt. Jetzt ist sie ein bisschen schief. Ist nicht schlimm, schmecken wird sie genauso. Eigentlich sieht das cool aus. Vielleicht sollte ich solche Schokoladen lieber verkaufen. Also, wenn man sie gerade lässt, dann liegt sie auch vernünftig. So rum ist jetzt einfach das Schokomuster und so natürlich dann das Schöne. Das werde ich meiner Tochter gleich schenken. So, und so sehen die Schokoladen dann aus, wenn es vernünftig temperiert wurde und geklopft wurde und so weiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, ab in die Kommentare. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Ne? Hier meine schöne Schrift. Wenn ihr das lernen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns in ein paar Tagen wieder mit dem nächsten Video.